Moin, ihr willkommen zu einer weiteren abendlichen Runde und jetzt, ich glaube, es ist schon das dritte Mal, dass ich jetzt zocke. Ich will es endlich jetzt packen. Wayne auf der Top-Lane. Wer lacht hier so blöd, würde ich da mal sagen. Ja, ich will Wayne auf der Top-Lane zocken und das sollte doch jetzt eigentlich mal nicht so schwer werden. Ich glaube, ich habe Nasus als Gegner. Das könnte, na gut. Ja, Caitlyn wird hier mit Fiddle auf die Botlane gehen, Xin Zhao im Jungle. Und Lux in der Mitte, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht pushen wegen Xin Zhao. Wenn der kommt und gankt, den bin ich tot. Nick, du tust mir leid. Er ist ein Shen, Atrox und jetzt Nasus. Ja, wie gesagt, drei Runden und ich hatte immer so behinderte Gegner. Also auf meiner Lane vor allem. Ich meine, Shen war ein bisschen scheiße, hat nur Armor gebaut und habe ich auch gar kein Damage mehr auf mir bekommen. Atrox war einfach QE, OP Damage generell und ich bin down. Und Nasus, jetzt habe ich so einen Tank dagegen mich. Ah, mal schauen, wie wir da. Aber ich glaube, den können wir sogar vielleicht ganz gut ein bisschen kiten. Mal gucken, wie krass er mit mich slowt. Ja. Hoffen wir mal das Beste. Und sind aufs Schlimmste vorbereitet, so wie ich das so ganz gern sage. Quinn ist mit, Lulu auf der Botlane, Diana auch in der Mitte und Lee im Jungle. Ganz entspanntes Ding hier. Wieder ein paar Premates, also ein paar Abos. Oder Evils, das ist ein Starkiller 0111, Cookie Dort, also einfach der Mr. Cookie, Mutka oder Mutter und Master, also der gute Fabi ist auch dabei. So, dann wollen wir doch mal, Hechtrolle hier ist schon geskillt, Perfektimo, das klappt ja alles hier, Genius. Dann gab es auch einen Q von der anderen Liebende. So, und den Rest muss irgendwie mal selber gucken. Den Rest muss dann irgendwie selber hinbekommen. Boah, kriegt da Schaden, hat er nicht die richtigen Ruhen? Naja, na gut, das hat auch ganz gut wehgetan, wie gesagt. Ah, aber nicht so clever, dass der einen da jetzt attackiert hat, jetzt kriegen die ungefähr gleichzeitig low oder was? Na, okay, nicht ganz so schlimm. So, Nasus, ja, müssen wir, da haben wir eine gute Aufgabe und zwar. Nasus darf keinen Farm bekommen. Den Schwingen der Nacht. Sieht ja soweit alles ganz witzig aus hier. Soweit, so gut. Man muss die Schatten. Ich baller ihn da immer mal wieder ab. Immer mal wieder ein bisschen Damage dazu setzen. Oh fuck, jetzt tank ich da die Minions. Nein, wollt ihr mich verarschen? Ich rieche schwarze Magie. Die Minions haben mir gerade so viel Damage gegeben. Ja, ich glaube, der will er mich wohl verarschen. Freunde, das gibt's noch nicht, Mann. Nur weil ich da so ein ganz paar Minions getankt habe, Mann. In der Dunkelheit wird alles. Nee, nee, das sehe ich voll nicht ein. Hier, und mein guter Freund soll mal ein paar Tränke usen. First Blood. Das Böse lauert hinter jeder. First Blood ist gefallen. So, diesmal sieht unser Farm noch ganz solide aus. Farm steht, würde ich sagen. Und diesmal wird hier auch unter den Tower gepusht. Ja, 17 zu. Nasus, na, mein 14. Ach du Scheiße. Ich höre die Unschuldigen aufschreien. Ich würde gerne mal wissen, ob Xin Zhao jetzt hier gerade irgendwo kommt. Auf den Schwingen. Xin Zhao! Mal gucken, wie das Ganze jetzt hier mit Dive aussieht. Ja. Na gut, Flash ist draußen. Unsere Verbündeten kacken ein bisschen ab. Doppeltöte vom Jungler, alter Schwede, der hat glaube ich gerade die ganze Botlane geklärt. Wenn ich das so richtig interpretiere. Ist das so? Ich bringe den. Hast du gerade die Botlane gekillt? Du sagst immer. Jawoll, schön! Wunderschön, würde ich schon fast sagen. Wenn ihn an die Wand professionell
gebatscht haben. Schön, freue ich mich richtig. Dankeschön. Mensch, geht doch. Schön an die Wand gebatscht, nenne ich das. Und dann auch noch den Kill im Endeffekt bekommen. Da kam der Lia noch zur Hilfe. Müsste auch eine Assist locker bekommen haben, oder? Ja, läuft alles. Läuft. Schön, Mensch. Freunde, ich komme ja gar nicht raus hier. Ich bin ja ganz hin und weg von der Aktion. Endlich mal so, ne? Wie ich mir das wünsche, sozusagen. So, Nasus auf 21. Macht ihr weiter mit dem Saphir-Kristall? Ob das denn so clever war? Also, ich muss ja sagen, er farmt echt ganz gut eigentlich. Ich dachte eigentlich, ich farm hier so gut, aber. Pappelapapp, das können wir wohl alle ganz gut hier. Alles offenbart. Ich werde meine Lane jetzt auch kein bisschen pushen. Okay, vielleicht ein ganz bisschen nur. Ja, zumindest halt wieder ein bisschen zurück pushen. Ach du Scheiße, jetzt geht er wieder ab. Ach du Scheiße, 3-0. Sicker Boy, 4-0. Kann man schon richtig mitzählen. Kauft Wards, Freunde. Sei auf der und ich werde gleich kommt dieser gefiederte Zinn nach oben. Und kastriert kurz meine Lane, stimmt's? Stimmt's, hab ich recht. Mensch, jetzt habe ich schon wieder recht. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Die Würfel sind gefallen. Das Böse lauert. Ah, fuck! Scheiße, Mann, das war richtig knapp, eng. Nein, gibt's doch nicht. Ah, wäre schon so einen göttlichen Modus an. Wir haben ihn auch richtig gedrückt. Scheiße, Mann, aber da hat es am Ende noch einen Schuss, wäre es noch gewesen. Extra die Hechtrolle, damit die mehr Damage machen, dann. Oh, schwer verhauen, ey. Alles verhauen hier, 4-0 Zinn. 4-0. Gut, Nasus ist wieder back. Nasus hat also kein Farm. Also zumindest für diese kleine Runde hier. Zumindest für diese kleine Partie. Ich wundere, dass er nie top kommt. Hier habe ich ja echt einigermaßen Glück gehabt. Ist er jetzt hier unten schon wieder? Schreibt er sich dann wieder rum oder was? Sehr gut. So, jetzt kauft er sich ein bisschen Armor. Ein bisschen Armor ist da jetzt da bei ihm. Ja, kein Ward und kein Gank. Das ist beides sehr gut. Also, wenn er nicht gankt, brauche ich auch keine Wards, ne? Scheint er wirklich deiner Botlane extremst zu helfen. Okay, jetzt sehe ich ihn gerade in der Mitte. Kommt er gerade nach oben? Ich habe es nicht genau gesehen. Kommt der gerade nach oben? Ah, springt immer was entgegen. Nein, tut es zum Glück nicht. Oh, schade, der hätte ihn fast wieder an der Wand gehabt, der hätte die Ulti ziehen können. Na, ja, nicht ganz, also ich hätte ihn nicht getötet, aber Ulti hätte ich ziehen können, einfach um ihn loszubekommen. So, sauber am Farm, muss ich so sagen. Ha.
Oh, 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 kranker Damage, ey, kranker Damage. Ja, so sieht's aus, wenn man einmal wirklich hochkommt und einmal wirklich hier erfolgreich gankt. Ach du Scheiße, dann bin ich echt schneller down, als ich gedacht habe. Schneller down, als ich bis 10 sehen konnte. Jetzt habe ich so schön gefarmt eigentlich. 60, ja, Farm auf 110 Mühe ist eigentlich echt ganz okay. Na, das müsste da weit von in, na, 50. Ah, geht halt, ne? Ja, stand, Mann! Fucking! Und dann kommt er einmal hoch. Ich hätte ihn noch exhausten müssen. Da war ich schon wieder zu sparsam. Dachte ich mir, nö, brauche ich ja nicht. Arschleckenbräune, ich klar hätte ich das gebraucht. Genau an der Stelle war es richtig gewesen. Geil, jetzt hat er da seinen fünften Kill. Auf den Schwingen der Nacht. Seinen fünften Kill, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Nein, was mache ich? Nein! Egal. War mehr oder weniger kein KS oder. Ach, war der Red Buff, alles klar, weil ich wollte gerade noch meine Hechtrolle machen. Ja, unsere Gegner sind echt ziemlich gut, also sind echt ziemlich high Player. Ach, wenn Freund jetzt in Zau kommt. Den werden wir auf jeden Fall erstmal hier seinen Tower wegreißen. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Zumindest mehr oder weniger. Komm, den pushen wir ein bisschen weiter. Noch ist der Nase nicht wieder da. Man muss die Schatten finden. So, komm, machen wir ein bisschen weiter. Jawohl! Oh fuck, ich hab sogar mein Pilgermesser vergessen. Scheiße, hätte mich da nur mit einem Q erwischt. Das wäre auf jeden Fall ärgerlich gewesen. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich wegflashen soll. Alter, wäre ich gestorben. Ich wäre richtig ausgerastet. Oh, Glück gehabt, Freunde. Ich muss ja auch sagen, das war wirklich hier eine Heldentat, mehr oder weniger. Nicht. Mehr oder weniger eher nicht. Eher weniger, würde ich sagen. Nein, aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt wieder gekillt habe. Und ich kaputt mich auch direkt wieder zurück. Scheiße, Mann, da kommt der Schatten. Sei auf der Hut. Aber ich glaube, er hat nur die kleinen Boots. Okay, kommt er nicht dran. Okay, na gut. Ja, sind Zahl so. Oh, Mann, Mann, oh, der hat hier schon eine dicke Klinge da. Die ist natürlich ziemlich böse. Macht natürlich ziemlich Schaden. Bin ich eigentlich noch recht weit entfernt von. Naja. Das Böse lauert hinter jeder Ecke. Wollen auch nicht übertreiben. Nur noch, na genau, 1000 Gold, also eher in diesem Falle 650 Gold. Schön. Nice one. Bam. Das war Pornominus. Dankeschön. 7-1, sehr schön. Es gab erstmal dick Gold auf jeden Fall für Diana. Auf jeden Fall gab es dick Gold. Stört dich das gerade, wenn ich hier so ein bisschen pushe? Ich auf jeden Fall, ja, komm, ich geh mal wieder zu meinem Nasus da hoch. Den können wir hier nochmal killen. Ja, jetzt hat sich erstmal hier das schöne Gletscher-Item gekauft. Das ist natürlich recht gut. Für ihn 11 Sekunden, 10 Sekunden nochmal wieder mein Exhaust. Das ist auch ganz geil. In der Dunkelheit wird alles offenbar. Verbündeter wurde getötet. Der Dog wird erstmal ausgechillt. Zeit der Abrechnung.
Ja, er wird erstmal ausgechillt, habe ich gehört. Jo. Jetzt ein schöner Doggy draußen. Ist glaube ich nämlich auch nur noch halb so mächtig. Ich bringe den Weil wir haben jetzt den dicken Lifestyle. Okay, er hat zwar auch Lifestyle. Aber er hat gerade gar keine Minions, an denen er sich stehlen kann. Und jetzt habe ich hier. Oh, fuck! Aua! What the fuck? Alter, das war aber gerade ein ganz dicker, böser Schaden, den ich gar nicht hier als sympathisch empfinde. Nein! Ärgerlich! Böse. Hat er denn so viel? Na, 168 auf 15, das geht halt, ne? Also. Oh, wir können mehr. Ja, ist schon ganz gut. Aber oh, das war ja wirklich gerade hier. Bam! Müssen wir den noch viel mehr kiten? Irgendwie, oh, schön gedeffter Caitlyn. Ach du Scheiße, Zinsar kommt von oben und Faxin. Schön. Au. Nein, schade. Man muss die Schatten fürchten. Mitte SS und lauf weiter. Du bleibst stehen, mein Freund. Meine Klinge wollte ich an dieser Stelle noch nicht usen. Ah, die hat zwei Lastens verpasst. Würde man gerne nachher mal so ein bisschen den Botlane da joinen. Und gucken, was da so abgeht, so ein bisschen spaßtechnisch. Ich höre die Unschuldigen aufschreien. Dafür, dass ich hier eine Nasus auf der Lane habe. Hätte ich eigentlich auch noch ein Ticken mehr gegankt werden müssen eigentlich. Ah, sehr gut. Oh, schön outplayed da wieder, schön outplayed. Ah, das ist doch wunderhübsch, was wir da sehen. Was ist doch wunderhübsch. Hätte ich gern beide Kills genommen. Next time maybe. Sexy! Pornös, was wir hier sehen. Ein bisschen sexy Gameplay. Schön am Dodgen sind wir. Ja genau, einfach mal durch den Tower da durchgelatscht. Why not an dieser Stelle, würde ich sagen. Fiddlesticks, was war das? Was für ein Skill war das? Was für ein Spell eher? Ich glaube, da hat gerade der Teammate alle eliminiert, ich weiß nicht genau. Sollte mich lieber zurück. Es ist ein 3 gegen 4. Weil ich jetzt eigentlich nicht eingehen sollten. Oh ja, Top Lane. Da kommt schon wieder dieser Pedo-Nasus. Ach ja, dieser Nasus schon wieder. Den müssen wir erstmal wieder in seine Schranken zurückweisen. 104er Farm hat er jetzt mittlerweile. Hat sie jetzt noch eine Träne gekauft? Okay. Interessant.
bleiben einfach mal stehen, würde ich sagen. Das Gute ist am Stehen bleiben, dass die Wave halt nicht in den Tower reingepusht wird. Aber da kommt sie gerade jetzt. Oh, was für ein fucking Slow, ey. Hau ich beiden meine Summoners raus, ey. Oh, dieser Doggy Slow, der ist echt böse. Ja, da lässt meine Mutter auch jedes Mal aufkeuchen. Ich sag's euch ja. Mensch, 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 Mensch. Man muss die Schatten fürchten. Ich bringe den schnellen Tod. So, ja. Ja, der Nasus mal wieder, ne? Oh, 42, er ist nur am Farm, ey. Scheiße. Tut etwas gegen den Nasus. Haltet ihn auf. Tötet ihn. Ersticht ihn. Weiß ich nicht. Macht sonst was. Tötet es, bevor es Eier legt. Okay, Ignite ist draußen, das ist gut. Das Böse lauert hinter jeder Ecke. Und dann drückt er mir natürlich auch ganz gut, also. So ist das ja nicht, dass er low ist oder so. Ich rieche Zeit der Abrechnung. Aber ich bin ein bisschen heftiger als er, Freunde. Jawohl, geiles Kiten, Mann. So nenne ich das mal richtig evil gezockt, ey. Outplayed. So kitet man. Nee, alles okay. Alles okay. So, und das ist genau die Top-Lane-Wayne, die ich euch hier diese Folge zeigen will. Genau die hier. Und auf die bin ich stolz, die will ich euch präsentieren. So, jetzt müssen wir einfach nur mal ein bisschen auf das andere Team noch aufpassen mit den ganzen anderen Lanes. Sieht nämlich ein bisschen böse aus. Ja, schreibt mal einmal und dann kommen da 5 Leute, das ist immer so. Da hast du recht. Also wie gesagt, die Gegner sind echt richtig stark, alle glaube ich auch über 1000 Wins. Man muss die Schatten fürchten. Also für mich ist es eigentlich echt eine gute Runde. Ich höre die. Jetzt wollen wir gleich noch schön ein bisschen Teamplay sehen. Und dann passt das auch irgendwie schon. Mag ich. Wird gemacht, Sir. Kommt da einer mit für Nasus? Aua! Alter Schwede, was ballert der denn immer raus, Mann? Es ist so ein ausgeglichener Kampf immer zwischen uns beiden hier. Ach Gott, ey. Ich glaube, ich würde sogar fast sagen, dass er diesmal hier ein bisschen besser sogar ganz gezockt hat.
klar, er macht einmal Q und ist sonst was. Ja, er kriegt so viel Leben durch einmal Q, das ist unfair. Das ist schon nicht mehr schön, muss ich sagen. Das ist schon fast ein bisschen pervers eigentlich. Komm schon. Oh, bitte, bitte, bitte. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, das sieht auch noch viel aus, oder? Na, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Schön die Vision, schön die Vision. Ah, geil, Mann. Geil, geil, geil. Das ist doch mal so gut, ey. Dieser Nasus, da bringt einfach meinen Exhaust aus so wenig. Wer eigentlich kann denn den Blue Buff hier? Nö, gut, dann tag ich den. Bisschen Cooldown Reduction, why not? Why not? Habe ich nichts gegen. Gegner wurde getötet, sehr schön. Fiddlesticks ist nochmal down an der Stelle. Und wir haben wieder Zeit, müssen hier weiter zu pushen. Wir sind ja auch echt diese Runde eigentlich ganz gut am Farm. Ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt vielleicht mal ein bisschen da die Teamfights joinen. Oh, wow, wow, wow. Wir gehen ja schon ganz witzig ab von unserem Damage hier. Scheiße, Mann. Ja, den Zinzauli haben wir natürlich wieder gut genutzt. Und auf das restliche Team kriegen wir halt auch ganz guten Druck. Müssen wir halt nur mal gucken, wie sich das dann da nachher noch so ergibt. Nasus farmt wieder auf der Top-Lane. Ich kann da nicht alle paar Sekunden mal hochrennen. Das macht einen ganz verrückt. Das macht einen ganz verrückt, wenn man da alle paar Sekunden mal hoch muss. Gut, ist down alles hier. Oh ja, wir können uns auch die Klinge kaufen. Ja, komm schon, geht alle mal damit drauf, da killt den einfach mal für mich, danke. Bam! Bam! Lee hat er ihn, glaube ich, da. Oder? Autsch, 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 autsch. Autsch, autsch, autsch. Oh oh. Da ist hier die Dreier-Team auch noch. Vier, 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 vier. Da kommt noch einer. Zurück, 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 zurück. Boah, fuck, ey. Ah. Schnell wieder raus, schnell wieder raus. Ist Caitlyn gestorben? Nein, Caitlyn lebt noch. Scheiße. Sehr gut. Die haben wir auch ohne Probleme. Mein Gott, ey, das ist doch ein Wayne. Haben wir sogar noch die Ulti angeworfen. Oder angeschmissen. Das war fast gar nicht nötig hier an dieser Stelle. Sehr schön. Okay, Freunde. 19 zu 23 steht es zurzeit. Nasus mit 172, aber er ist einfach Nasus. Das macht nichts, wenn er so scheiße steht. Er farmt einfach die ganze Zeit wie so ein Bekloppter. Ich rieche schwarze Magie. Aber Glück gehabt hier. Ey, really?
Nein, die kältet mich. Ah, scheiße, ey. Kitet sie mich da behindert mit ihrem Red Buff, den ich gar nicht hier realisiert habe. Das ist natürlich schäbig gerade gewesen. Ist natürlich gerade richtig ärgerlich gewesen, dass sie da die ganze Zeit so einen Red Buff auf sich hat. Den ich gar nicht so richtig mitbekommen habe. Oh, schön hier. Zu 4800 kommt die Kälte gleich wieder. Oh, schöner liege direkt da. Bam, rein. Queen ist in der Nähe. Schöne Luxury, trifft aber nicht genug Ziele. Und Queen ist von hinten da, aber findet. Bam, räumt das ganze Feld auf. Bam, gefiert, gefiert. Oh, das ist ewig, das ist ewig. Hat er ein Wort oder ähnliches? Nein, hat er eine Liege gerade leider nicht dabei. Und da kommt die Doppeltötung. Da sah es erst perfekt aus für unser Team, dass wir alles aufgeräumt haben. Aber dann kam so ein Viertel von hinten und alles ist tot. Problem ist sogar, Phil hat eigentlich noch gar keine Items, das kommt nachher alles noch, weil er ist der Supporter. Ich glaube, ein Spieler geht er wahrscheinlich auch nochmal ganz gut ab. Das heißt, wir haben Spieler im Endgame Nasus, der hart wird, und Phil, der hart wird. Also zwei Champions, die auf jeden Fall richtig Probleme machen können. Die Lux haben wir ja, glaube ich, oder? Eigentlich auch ganz gut dabei. Also alle echt gut hier, wie gesagt, auch alle gute Zocker. Also, oh nein, 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 stirb bitte nicht an der Falle. Lalalalalala. Scheiße, Mann. Wir hätten ein bisschen hier die Minis usen können. Wir hätten ein bisschen Laufspeed bekommen. Haben auch gemacht, aber. Haben wir es leider nicht mehr geschafft, an die Luxa noch ranzukommen. Oh, Nasus ist tot, ey. Der pusht mir zu viel zu krass. Dementsprechend kommen wir aber jetzt mal ein bisschen Verstärkung hier. Komm, baller den einfach weg, danke. Danke! Nein, das ist so ein tanky Champion und wer bekommt den Kill? Lulu. Oh, ich glaub's nicht. Komm schon rein, 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 go, go, go. Worauf wartet ihr denn? Tanks vor, Tanks vor. Jawoll! Bam, bam, bam! Das, wir sind fucking Rain, Freunde! Das wird einfach alles weggeballert. Hier gibt's keine Entschuldigung oder keine Fragen oder hier wird einfach Damage gemacht. Okay, sehr gut, die wollen wohl ein bisschen noch weiter pushen, das habe ich gar nicht jetzt mitbekommen. Ich gehe mal hier hin. 25 zu 27, enge Runde. Covered. Nicht next. Team. Fight. Ein wenig. Komm schon, geht auf Fille, geht auf Fille, geht auf Fille. Jawohl. Das ist gut. Ich höre die Verbündeter wurde getötet. So, Frage ist jetzt, was wir jetzt kaufen. Ja, hier kommen, kaufen wir uns einen Phantom Dancer zu Ende hier. Und dann würde es aber wirklich jetzt mal hier ein bisschen. Ne? In der Dunkelheit wird alles offenbar. Lauf, 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 lauf. Boah,
Mein Gott, ey, was war das denn? Da bin ich irgendwie ein bisschen weit reingegangen. Oh, ein bisschen sehr weit, würde ich fast sagen. Doch, geht schneller. Kurz einen Trank gekauft. Mit ein bisschen Rack bekommen. Wir dürfen hier keinen weiteren Hebel-Tor bekommen. Wie viele sind wir denn noch so? Ich komme. Sehr gut. Stehst du durch, komm schon. Oh, das ist bitter. Oh, noch bekommen. Eng. Aber noch ein bisschen was im Respawn hier haben wir noch, perfekt. Gut, den anderen haben sie auch nicht durchbekommen. Jetzt müsste es ja eigentlich hier locker bekommen. Oh, schade. Freunde, Lee, kann man bitte helfen, da immer ein Schild oder so. Müsste Lee den nicht bekommen, die Caitlin? Ich weiß es gar nicht genau. Boah, das ist so eng hier. Jetzt kommt Jana gleich nochmal. Das lässt Jana nicht auf sich ruhen. Ich versuche gleich nochmal ihr Glück. Oh, schön. Jetzt aber dazu zweit outplayed. Sehr gut. Beinahe sind beide gestorben. Aber komm, aber auch nur ganz beinahe. Sind hier wirklich sehr, sehr viel vor unserer Haustür. Ah. Oh, ne, wir können da einmal wieder reingehen. Nein. Nein! Dieser eine Q, ey, der hätte es nicht sein dürfen. Dieser eine Q, er hat alles kaputt gemacht. Freunde, das war trotzdem eine ziemlich geile Runde, muss ich sagen. Hier hat richtig gebockt und das war einfach mal richtig heftiges. Ja, es war nices Gaming. So will ich das sehen, so will ich das öfter sehen. Und ich war da jetzt 420er, nur gefarmt, der Junge, nur gefarmt. Na gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Freunde. Einen schönen Abend noch. Haut rein.